Gorbachev, open this gate. An entire class of U.S.-Soviet nuclear missiles is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course, and we will succeed. Das bestreiten? Wir haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch, Livingston? Es reicht! Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz kompromittiert war. Bei allem Respekt, Sir, Sie waren nicht da! Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon? War das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden das Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an. Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Alawi ist früh dran. Wen er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein, nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Over. Roger Boden, Ziel bestätigt. Warten auf euer Zeichen. Over. Und los. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Holen wir ihn uns. Verstanden. Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Stau. Und herzlich willkommen hier bei einem wunderschönen Feuerwerk hier zu Black Ops 6 Story Kampagne. Ich begrüße euch herzlich hier erstmal. Mein Name ist Christian Schick 3000 und wir spielen hier zusammen als Let's Play dieses neue Spiel auf der PlayStation 5. Und ja, wenn es euch gefällt, dann einfach mal liken, kommentieren, abonnieren, ob ihr euer Feedback wichtig ist, sofort das kennt. Jetzt lasse ich halt mal weiter wirken hier. Mach weiter Druck, Case! Bin der Alawi! Ich versuche mal ein bisschen. Aus.
Tür. Lasst mich! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA? Wir hatten einen Deal! Deal? Nicht mit uns! Wo wolltest du hin? Herrera, Lügen! Euer Mann wollte mich rausholen! Ja, genau. Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch. Pantheon. Pantheon? Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Okay. Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Warten? Auf gar keinen Fall. Parash, komm. Sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünnen wir sie etwas aus. Okay, Rüstungsrad. Rüste mit dir die folgenden Objekte und tausche sie. Okay. Nee, ich will. So. Okay. Die Arbeit, Case. Ich hab keine Ahnung. Das ist unsere Lücke. Da nichts wie durch. Auf sie! Den ganzen Weg wieder zurück. Na toll. Ja, warum läufst du auch vor mir, du Vogel? Autsch. Nehmen wir mal mit. Nicht so sicher, aber ja. Parash, wir kommen näher. Parash, kommen! Wird er sicher dort sein? Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind wir leichte Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Habe ich Nachtsichtgerät? Nee. Granate! Wir sind fast bei Schaffung jetzt! Immer weiter!
war jetzt gerade nicht so schlau, aber. Der wäre tot. Treffpunkt im Westen. Los! Warum wollen diese Typen nicht so unbedingt Alawi? Bringt mich hier raus und ich sage euch, was ich weiß. Das wirst du allerdings. Oder ich bring dich höchstpersönlich um. Also beiden. Faras wird uns unten treffen. Die Klippe runter? Faras! Alles okay, denke ich. Ich denke nicht so viel. Warte, bis Wulster von der Ferse. Verdammt, Russell Ebner, CIA-Verräter. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Woods neues Projekt. Du kannst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Alawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm, Läufer schlägt Turm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. In den Schlag. Hey, hast du den Werfer? Wir schießen ihn ab. Da, auf 6 Uhr. Schreit ihn auf. Ja. Die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen, ist sicher ein Sieg. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Turm. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Mein Büro in 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall.
Bewunderst du deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast ein Gut? Nur einen? Klar. Hier, ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Ich werde mich bemühen. Okay. 3 Tage später. Läufer schlägt Turm. Woods wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, ging er Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte das Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Das wird nicht leicht. Aber Adler hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Gott, Bildrate war ja auch mal unterirdisch. Jede Sekunde zählt, du kennst den Plan. Shevati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt, sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Dumas will Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir brauchen ihn. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Wenn er so gut ist, wie du sagst, haben wir Adler gefunden, wenn Case zurückkommt. Falls Livingston ihn nicht schon durch den Wolf gedreht hat. Einsatzdetails stehen am Brett, Case. Ich bin bald weg, also sag Bescheid, wenn du was brauchst. Habe ein paar Ideen, wie wir dieses Drecksloch aufpolieren können, Case. Reden wir, wenn du Zeit hast. Ich habe jetzt Zeit. Ah. Rede mit Woods. Okay. Wir können ja mal gucken. Oh, guck mal hier. Aha. Alles auf Englisch. Hat sie wohl keine Zeit gehabt, um umzustellen. Denn mit dem kann ich reden. Ich habe von uns gesehen, dass man hier rausgehen kann. Ist das im Endeffekt die Hub jetzt hier, die man hier hat? Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Ich bin am Überlegen. Scheint nicht so viel zu geben. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Wäre ja gar nicht mal so verkehrt. Da geht's nicht raus.
Kann man hier raus? Ob es irgendwelche E6 hier gibt zum Sammeln? Kommt man denn überhaupt, wie weit kommt man denn überhaupt weg? Ah ja. Gott. Rutschen ist genauso schlimm wie im Multiplayer. In Ordnung. Was für Ersparnisse hast du? Ich habe etwa 3 Millionen in Aktien in Immobilien eingelegt. nichts, ich habe von einem Tag auf den anderen. Ich lebe also. Ja, machen wir das. Guter Junge. Carpe fucking diem. Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir finanziell kreativ sein. Was hast du im Sinn? Für Adler mag das ausgereicht haben. Aber für ein Team? Generalüberholung? Waffenkammer, Trainingsplatz, Ausrüstungsbank. Und was wir sonst noch alles gebrauchen könnten. Billig wird es sicher nicht werden. Wie viel Geld haben wir und wie habt ihr beide diesen Ort überhaupt gefunden? Marshall hat in einem Zimmer oben ein paar Tausender gefunden. Ansonsten haben wir leider nichts. Und Hände weg von unseren Bankkonten. Die werden überwacht. Such auf Missionen nach Geld, das herumliegt. Ah. Du wirst es wie Robin Hood machen. Von den Reichen stehlen und den Armen geben. So bin ich. Weiter? Okay. Wir sind einer alten KGB-Spur gefolgt und eine einzige Aufnahme führte uns her. Schien verlassen. Als wir unseren Maulwurf beim KGB danach fragten, wusste er nichts. Belikow dachte, es ist vielleicht eine Art Splittergruppe, ohne Segen des Zentralkomitees. Was es auch war, es war wohl kein Roter mehr hier seit 1968. Können wir sichern, dass der Adler allein hier war? Ja, glaube nicht, dass er andere involvieren wollte. Hat wohl an einer Vertrauensliste gearbeitet. Soviel ich weiß, hat er niemanden kontaktiert. Deshalb hat Adler wohl mit Dumas geredet. An Langley vorbei. Das werden wir auch tun. Im Moment. Am Brett hinter mir verfolgen wir unsere Ausgaben. Sieh es dir an. Okay. Anschaffungen. Okay. Sämtliches während der Mission erworbenes Geld kann für den Ausbau von 3 neuen Stationen im Unterschlupf verwendet werden. Jede von ihnen ermöglicht den Erwerb von Operator-Extras, die dich noch tödlicher machen. Sag mir, wo du das Geld ausgeben willst und ich mache es klar. Baue einen Schießstand und eine Bohrstelle aus, um deine Fähigkeit und deine körperlichen Fitness zu steigern. Verwende einen Teil der Küche in einer Station zur Modifizierung von Ausrüstung des Teams. Schaffe etwas Platz, um eine kleine Waffenkammer und eine Werbung zu bauen. Passe deine Waffen an, damit sie härter... Ja, das hört sich doch gut an. Das würde ich nehmen. Alles klar, das ist Mission. Und so Waffenkammer, okay. So, Operation Extra. Mit der Mission erworbener Geld kannst du erwerben. Das haben wir schon gerade. Extra Magazin, okay, alles andere ist noch deaktiviert. Waffenkammer, wir haben 200. Ermögliche ein Tragen von ein zusätzliches Magazin, das hört sich gut an, reduziert den Rückstoß. Lädt deine Waffe 50% schneller nach. Erhöht den Schaden gepanzerter Feinde. Streuung von Feuern. Okay. Zittern von Wendung von Visier. Erhöht die Durchschlagskraft. Ui, okay. Wahrheitsserum 3000. Das sind die ganzen Waffen, die man freischalten kann. Die Bastion, Ass im Ärmel. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier.
Bei der Dam, so jetzt haben wir das ganze Geld ausgegeben. Ein bisschen pleite. Was gibt's Neues, Mann? Was kannst du mir noch über die Person sagen, die ich treffen werde? Nur was in Atlas Akten steht. Attentäterin, um die 30. Kommt aus einem von Avalons Syndikaten, der Gilde. Wurde wohl von der Gilde aufgezogen und dann verbannt. Oder sie ging. Keine Ahnung, Adler war interessiert, also bin ich es auch. Okay, was ist mit der Person in München, die du treffen wirst? Felix Neumann ist Ex-Stasi-Ingenieur und Vollstrecker. Er knackte den militärischen Teil von ARPANET vor ein paar Jahren. Ich hoffe, dass er noch mehr drauf hat. Hast du noch etwas über die Pantheon herausgefunden? Bis jetzt haben wir nur Adlers Hausaufgaben. Vielleicht hat er den Verstand verloren. Wie dem auch sei, diese Paramilitärs in Kuwait, denen war nicht zum Spaßen zumute. Gut bewaffnet, koordiniert und motiviert. Machst du dir Sorgen um Harrisons Sicherheit? Besorgt? Jane ist schlau. Wenn Langley merkt, dass wir weg sind, wird sie uns so lange wie möglich schützen. Bis dahin wird man sie beobachten, also warten wir auf den richtigen Zeitpunkt zur Neugruppierung. Bin ich besorgt? Nein. Okay. Glaubst du, Adler, dass das Pantheon irgendwie in der Langley in Verbindung steht? Oh Mann. Weiß nicht. Schwer zu glauben. Vielleicht bin ich nur naiv. Ist Livingston involviert, könnte er Adler loswerden wollen. So oder so. Mhm. Hat Woods schon versucht, dich um Geld anzuhauen? Machst du Scherze? 9 Jahre und ich schreibe nach wie vor Schecks an Temple. Er soll gefälligst eine Hypothek auf den Laden aufnehmen. Was glaubst du, wie Woods mit all dem fertig wird? Da steckt ein harter Typ drin. Hat seine Beine in Panama verloren und seinen besten Freund. Langley gab ihm die Chance, bei Missionen zu helfen. Aber unter uns, das liegt ihm nicht im Blut. Der Mann ist ein Soldat. Ein Killer. In der jetzigen Situation glaubt er vielleicht, er wäre wieder an der Front. Woods hat erwähnt, dass dieser Ort möglicherweise ein Unterschlupf einer KGB-Splittergruppe war. Das würde erklären, warum sie nicht wieder zurück waren. Dreh mal ein paar Steine um, wenn du Zeit hast. Wer weiß, was wir alles finden. Das ist alles okay. Verstanden. Gut, okay, wir sehen also. Uns hier am Donnerstag. Ja, genau. Ja, das heißt, ein paar Steine umdrehen. Vielleicht findet man ja wirklich hier was, wenn er das schon so andeuten tut. Ja, dass man hier was finden können anscheinend. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge nutzen wir die Beweistafel. Oder können wir jetzt schon? Nee, machen wir in der nächsten Folge, sonst wird es ein bisschen zu lang. Und deswegen würde ich sagen, ja, ich werde mich ein bisschen mal hier umschauen und dann geht es dann direkt in der nächsten Folge weiter hier mit Black Ops 6 hier auf der PlayStation 5 mit mir, ChristianAsia1000. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, natürlich mal liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Ja, und das beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter. So, bis bald, euer ChristianAsia3000, wiederschauen und reingehauen.